Ich denke, optimiert ist anders. Ich hoffe, es geht für euch. Also im OBS laggt das Ultra. Ich habe OBS jetzt im Blick. Das Spiel ist flüssig, aber mein Charakter sagt so, nope. Wir haben 15 Frames, die... Nee, nicht mal. Wir haben vielleicht 2 Frames die Minute oder so. Also, nope. Chat ist auch weg. Okay. Vielleicht erstmal in die Settings gehen. Resolution. Ich lasse sie so. Ich kann das Bild nicht ändern. Medium. Ich mache einfach mal alles Medium und hoffe, dass es besser wird. Invert Controls. Nein, bitte nicht. Audio, Musik. Ich mach die Musik etwas runter. Ist das so okay? Passt das so? Ich hoffe. Ich hoffe, es funktioniert irgendwas. Hat das jetzt applied oder hat das nicht applied? Hat das was getan? Ich bewege mich wieder ein bisschen flüssiger. Okay, es hat ein bisschen was getan. Irgendwas ist passiert. Wir starten einfach mal und hoffen aufs Beste. Vielleicht erholt sich's ja. Vielleicht ist ja nur der Timescreen so ein bisschen laggy. Ah, guck mal, ich kann mich wieder bewegen. Ich weiß nicht, was ist im Timescreen passiert, dass gar nichts mehr ging. Okay, for a parent looking for their missing child, time's up. Okay, wir sind anscheinend ein Elternteil, der sein Kind verloren hat im Kindergarten. Und Zeit ist wichtig. Wir sollen klicken, um voranzugehen. Auf die Uhr klicken. Okay. Ah, es geht immer eine Stunde vor. Wäre es nicht sinnvoll, nicht das Büro zu sehen, sondern da, wo die Kinder sind? Oh, okay, ist eine Zeichnung. Ich dachte, da steht jemand, aber nee. Das Grinsebacke. Okay. Da hat einer geschmiert. Das ist dunkel. Und das war's. Ja, okay, so viel zur Geschichte. Tür ging auf. Jemand hat Sauerei gemacht. Und ja. Ich mich noch bewegen, ja? Wieso war der Teilscreen so ultra laggy? Kann ich das im Nachhinein jetzt auf High stellen? Apply. Okay, man hat schon ein bisschen mehr. Wenn ich das auf Best stelle, ich will mal gucken. Wie viel kann ich gehen, ohne dass es abstürzt? Hallo? Okay, mein Charakter macht nichts mehr. Vielleicht bleiben wir dann noch auf High. Oder ich hänge einfach da verloren. Boah, wie ultra laggy und da ist noch nichts passiert. Okay, wir gehen zurück auf Medium. Ich will mich halbwegs flüssig bewegen. Okay, ich hab's hinbekommen. Weiter geht's. Okay. Der Kindergarten. Schön. Das war Grinsebacke. Oh, er ist lila. Ich dachte, der wäre orange. Die Qualle ist orange. Wieso hatte ich gedacht, der ist orange? Ich hatte ihn irgendwie orange im Kopf. Nicht er hier. Kinderzeichnung. Ich hoffe, das haben auch die Kinder gemalt, dass das wirklich so ein... Weiß nicht. Ob sich da nicht wirklich jemand Mühe gegeben hat. Bin auch nicht sicher, ob das nicht eine Parodie sein soll. Ich habe so, ich kann nur das Grobe, was so grob passiert. Bin mir nicht sicher, ob das legit... Wir versuchen wirklich gruselig zu sein oder wir machen jetzt haha lol Masker Tower. Warum auch nicht? Ich habe eine blaue Karte. Oh, sind die shiny. Oh, wer hat hier poliert? Die Putzfrau gehört befördert. Und dann haben wir ja super shiny Bänke und komplett versiffte Automaten. Und die sind auch noch leer. Das gibt doch gar nicht. Wieso sind die leer? Was soll denn das? Wenn ich was snacken will, ich kann rennen. Ein bisschen. Kann ich mich ducken? Nö, ich will da durchgucken. Das ist ups. Aus Versehen getappt. Man kann ja nicht durchgucken. Das ist ja beschiss.
Sind da schon Löcher drin? Ich dachte, man kann so ein bisschen durchsneaken. Ach, da, das ist die Drohne. Das ist lustig. Kann man durch die Gegend fliegen lassen. Kann ich die auch nehmen? Ja, danke. Wie funktioniert das? Oh, okay. Ich brauche Strom, dann funktioniert das auch. Dear Mommy, I'm hiding in a room, but I have to fight the monster. That's the only chance to make Charlie like me. Okay. Hallo, sag mal, hallo Mama. Ich habe mich in einem Raum versteckt. Ich muss das Monster bekämpfen. Das ist der einzige Weg, um Charlie von mir zu beeindrucken. Oder nee, dass Charlie mich liked. Wer ist Charlie? Ach so, er kämpft gegen das Monster. Er kämpft gegen den Vogel. Den Vogel kenne ich. Den habe ich auch gezeichnet. Der sieht so derpy aus. Der Vogel ist klasse. Richtig derpy Vogel. Okay. Eins Batterie. Ich meine, wir haben nicht viele Möglichkeiten, aber die war vorher nicht da. Das ist echt weird. Noch eine? Die sich versteckt bücken können wir uns ja nicht. Oh, da. Das sind auch sehr große Batterien. Und jetzt kann ich ihn anschalten. Ah, guck mal. Hallo, Mr. Drohne. Oh, okay. Collision, nope. Ich habe keine Collision. Ich hoffe, du hast Collision, weil du musst dann gegen hier dotzen. Einfach antippen, oder? Bonks. Das beste Feature ist das Ding. Hallo? Du bist doch dagegen, Bonks. Wieso geht das nicht auf? Ach, da ist noch einer. Komm, Bonk. Mr. Drohne, bitte Bonk. Bonk. Was war das? Da jetzt dagegen, komm. Bonk. Haben wir noch einen? Oder geht jetzt auf? Jetzt geht er auf. Aha. Da ist der Vogel! Warte auf mich, Vogel! Upedia! Upenu. Ich mag den Vogel. Ach halt, nee, ich muss drücken. Ich muss drücken, nicht die Drohne. Willst du mit mir spielen? Okay, wir können gelbes Glas kaputt machen. Auch nur gelbes. Kein grünes, kein rotes, kein blaues und. Ist das gelbes Glas, oder? Das Glas sieht man hart selten. Kann ich dich kaputt machen? Komm, Mr. Drohne. Ja, fast. Komm hierher. Du bist ein bisschen derpy. Jetzt aber. Da. Punkt. Okay, nein. Es ist nicht gelbes Glas, es ist normales Glas. Das ist gelbes Glas. Warte mal. Er dotzt dagegen? Er versteht nicht, was ich von ihm möchte. Komm hierher. Punkt. Dahin? Bonk. Nochmal hier dagegen. Bonk. Das ist rot. Was heißt, wenn das Ding rot ist? Heißt das, das reicht nicht? Ist zu weit weg? Ah, okay. Aber wie kriege ich jetzt dahin? Muss ich auf den Boden? Das ist ein bisschen unpraktisch. Bonk. Oh, lol. Bitte einmal durch die Stühle durch. Nehmen Sie alle mit. Komm jetzt. Komm nochmal. Okay, komm. Ach so. Dann greif den roten Stuhl an. Wir müssen die Scheibe kaputt schlagen. Nein, 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 nein. Kann ich abbrechen? Abbruch, Abbruch. Oh, okay. Das war so geplant. Das ist ein Nordicon. Du bist eingesperrt. Das war Unart. Soll das so? Ich kann hier mich durchmuggeln. Also muss er eh da durch. Bonk den jetzt an. Trifft die nicht?
Ist der aus? Wahrscheinlich ist der aus. Er leuchtet gar nicht. Das Ende ist hier. Das Ende ist nah. Okay, ich kann hier nicht aufdrücken. Ich kann hier nichts machen, außer meine Drohne durch Sachen schießen lassen. Sharing is caring. Das ist mein, ja. Okay, dann guten Appetit. Wieso will er meine Pankreas? Achso, hier ist Glas. Das Glas ist mir zu sauber für den Kindergarten. Das geht so nicht. In welchem Kindergarten? Ah, haben die Glas auf dieser Höhe? Und in welcher Welt ist im Kindergarten das Glas sauber? Hier ging's Licht an. Okay. Moment. Boah, ist alles ultra shiny. Wer hat mir die Roughness aufgesetzt? Ich habe ein Ei. Achso, ich muss das. Ich kann nicht einfach drücken. Mr. Drohne? Mr. Drohne? Okay, du bonkst den in die Wand. Ist auch okay. Oh, das ist aber alles sehr shiny. Ah, gut, das sind so Plastikdinger, wie man sie tatsächlich in Kindergärten oder so in den USA öfter sieht. Das macht schon Sinn, aber das Boot ist halt ultra shiny und ultra sauber. Also die Putzfrau hat halt echt Überstunden gemacht. Die hat ja alles poliert bis blank. Es glänzt. Muss ich. Ah, guck mal hier ein Telefon. Bring a friend, da ist Sticker. Oh, Kleber. Aufkleber. Kann ich die Kleber kleben? Ich will Kleber kleben. Lass mich irgendwo Sticker dran kleben. Die geben mir Sticker und ich kann sie nicht benutzen. Der wird auch aus sein. Damit kann ich hier rufen. Warum nicht? Okay, ich schaue mich noch mal kurz um und dann finde ich heraus, was ich eigentlich tun muss. Gibt es hier irgendwelche Geheimnisse? Da ist der Vogel! Hallo Vogel, hallo Vogel, Vogel! Ein Loch in den Rachen geschnitten? Der Vogel ist so derpy. Vogel ist klasse. Den haben sie auch schön vollgepatscht. Der durfte mit basteln. Achso, ich muss E drücken. Opelia Bird is unbelievably hungry. Feature. Kannibalismus! Okay. Ich muss ihr Eier geben. Kann ich? Ah, einfach. Lo oh. Hallo, Mr. Drohne. Guck mal. Oh, was ist das für ein Sound? Das ist hier super. Okay, dann brauche ich irgendwie einen Hammer oder irgendwie einen Kuhfuß oder sowas. Okay, ich habe 2 von 6 Eiern. Muss ich gucken. Soll ich suchen? Ich bin mal schlecht in sowas. Sind die hier im Spielplatz nur oder sind die generell? Obwohl, ich glaube, wir tun mal nichts. Hier haben wir eins gefunden. Da! Ich bin ultra schlecht im Human spielen. Nein, nimm jetzt das verdammte Ei, danke. Und da ist noch eins. Oh, wie blind ich bin, ich habe es nicht gesehen. Oder ist das später aufgetaucht? Nimm jetzt dieses Ei, nimm es mit. Ja, wahrscheinlich da oben. Das ist eine Rutsche. Rutsche hochlaufen ist schwierig. Hätten die da nicht eventuell eine Treppe hinmachen können? Und nicht schon einfach nur ein Brett? Das Brett hochlaufen? Ich kann das Brett hochlaufen. Ja, die haben die Treppe einfach gespart. Und hier macht eine Rampe ja Sinn. Ah, guck mal. Eigentlich ja nur mich. Jetzt ist das Ding an. Okay. Es leuchtet rot, also ist es an. Jetzt muss ich es andotzen, dann ist es grün. Drohne! Mr. Drohne! Es ist überfordert. Komm hierher. Oder warte mal, konnte ich es nicht zu mir rufen? Nee, konnte ich nicht. Da, ah, ist im Neu Raum neu gestartet. Okay. Reicht nicht? Wo ist er denn? Da, greif an. Und nun? Oh, da ist das Ei. Es kam aus der Rutsche. Was ist das für eine Verdrahtung? Du drückst dagegen? Es ist so ein Kinderstopper. Ist irgendwo eine Falltür drin. Solange keiner dagegen donkt, bleibt das Kind in der Rutsche stecken. Das ist für die bösen, ganz, ganz bösen Kinder. Die bösen Kinder kommen dahin und wenn du das gelernt hast von deinen Taten, dann kommst du in die Rutsche und wirst du rausgelassen, wenn jemand den Knopf bonkt. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Eier.
Komm noch. Hab ich? Fein Ex. Ich hab doch. Hab ich alle? Wie viele Eier habe ich jetzt gefüttert? Ball pit closed. Ah, Spell im Bad ist zu. Sehe verdächtig wenig Bälle im Bällebad. Habe ich die jetzt? Einer fehlt noch anscheinend. Hatte ich nicht sechs? Ich kann nicht zählen. Ah, da, guck mal. Ich kann nicht zählen. Ich hatte fünf. Jetzt aber. Hier, bitte. Jetzt bist du wach? Oh. Kassette? Achso, auch eine Links. Wie auch immer das jetzt funktionieren mögen. Wir fragen die Technik in diesem Spiel einfach nicht. Dann ist das hier und dann macht den Bonk-Knopf an. Komm, ah, guck, es funktioniert. Das ist immer den Raum neu starten. Ich hätte einfach mal lesen sollen, was das sagt. Komm, Mr. Drohne, auf! Bonk. Und jetzt? Ah, hier. Jetzt. Oh, ein Hammer! Und eine Notiz. Distraction at one. Ablenkung ab 1. Da sind wir zu spät für. Ist schon 4. Oh, da ist das Glas. War das nicht? Ah, das Glas ist dunkel. Ich dachte, ey, hat jemand das Licht ausgemacht. Das ist einfach nur hell. Ist generell verdammt hell. Meinst du damit? Nein, halt. Ah. Abhämmern. Soll das? Kann ich? War das der Plan? Soll das so? Anscheinend soll das so. Spider-Vogel! Was ist das für ein Punkt? Ich habe zwei Füße. Achso, läuft ein Punkt. Nur lange hin. Ist das der Schnabel? Hat die mit dem Schnabel in die Wand gehauen? In die Wandbox. Aber es sind keine Bälle im Bällebad. Das ist ein verdammt tiefes Bällebad. Ich bin ja versucht, runterzuspringen. Sag mal, runterspringen? Emergency Stop. Für was? Ich würde ja eigentlich. Aber mir sterben dann halt einfach nur, oder? Was tust du? Was muss ich tun? Ah, da ist noch ein Knopf. Da ist ein Pfeil und den Knopf. Drücken wir ihn. Da kommt was. Kommen jetzt die Bälle? Nee, ist ein bisschen wenig Bälle. Ein Lift! Ey, wieso haben die Lift im Bällebad? Kann ich mich da drauf setzen? Ich muss mich drauf stellen. Oh, okay. Das ist dezent gefährlich. Ich weiß nicht, ob das in einen Kindergarten gehört. Es ist ein sehr tiefes Loch. Warum ist hier so ein tiefes Loch? Und warum sind keine Bälle in dem tiefen Loch? So ein Bällebad. Da hat jemand seine Aufgaben nicht verstanden. Passiert, wenn man halt keine Profis ranlässt. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich kann wieder zurück. Okay. Da ist ein Zettel. I alone. Ich alleine. I want to play with the whole bird, but everyone left. Was? Ich kann die Schrift nicht lesen, Digga. I want to play with the whole bird, but everyone left me. Was ich wollte, alleine im Loch spielen. Vogel, aber ihr habt mich alleine gelassen? I want to play with the whole bird. Mit dem Vogel im Loch? Hä? Nee, da wär's ja in the hole. Everyone have party without me. Jeder feiert ohne mich. Missen Sie me, but go. Was? Massen Sie me, but go. Mrs. Manson, Messen sieht mich, aber geht? Sie ist weggegangen? Ja, Miss Manson kenne ich nicht.
I'm scared because hole is loud and my friends scream in it, but bird is funny. Okay. What the fuck? Okay, ich habe Angst. Wegen dem Loch. Es ist laut. Und meine Freunde schreien in dem Loch, also in ihm. Aber der Vogel ist lustig. Okay, Kollege, du hast alle deine Prioritäten komplett in Order und du bist auch kein wenig wahnsinnig. Oder ist ein Kind und Schreiben ist schwer? Das ist ein Kindergarten, es ist ein Kind und Schreiben ist schwer. Wir lesen eventuell auch. Hier. Das ist ein Rätsel. Kann ich drücken? Oh no, muss ich jetzt misch. Ändert das die Farbe? Oh ja, ich muss die Farbe nämlich ins Wort. Okay, kann ich spicken? Ich kann mich nicht bücken. Wieso kann ich mich nicht bücken? Ich finde den Kampf wahrscheinlich einfach nur nicht. Du musst eh hierher kommen. Da ist ein Bonk. Bonkable. Wo bist du denn eigentlich? Mr. Drohne? Okay, egal. Der Vogel war rosa. Das Ding war orange. Blau, grün, orange. Du warst lila, glaube ich, oder? Ich dachte, du wärst orange. Weiß, rot. Dann blau? Blau ist fast lila. Du warst grün. Wer seid ihr denn? Einer von euch war rot. Wer von euch war rot? Ich glaube, du warst rot. Oder hatte der die Pankreas wollte, der hatte zwei Hüte, glaube ich, auch. Und dann ist da seine Freundin. Was haben wir noch für eine Farbe, gelb? Pink war der Vogel, blau war eher. Haben wir gelb? Gibt's gelb? Gelb war die Schnecke, glaube ich. Dann ist sie weiß. Oh. Ja. Mr. Drohne, kommen Sie jetzt auch mal hier vorbei. Ach, da ist er. Bonk. Karte. Aber der ist aus. Ist nicht bonkable. Bonk. Oh. Oh, der Vogel. Der Vogel tötet mich jetzt. Wenn ich einfach hier stehen bleibe, sieht er mich vielleicht nicht. Guck mal, Bonk. Soll das so oder ist die KI kaputt? Sieht er mich auf der Plattform nicht? Der rennt mir jetzt auch hinterher, wenn ich jetzt drüber gehe. Mr. Drohne, greif an! Ah, fuck! Das war eine schlechte Idee. Okay. Was auch immer mit dem Vogel eben nicht funktioniert hatte, ich glaube, der sollte mir hinterher rennen. T. Immerhin kein L. Okay. Ich kann natürlich nicht ernst nehmen. Also ich wette, das ist eine Parodie oder sowas. Das ist einfach ultra lustig. Okay. Mr. Drohne? Wie sage ich hier oben? Das ist der Vogel, warte. Bonk. Nein, geht ja nicht. Hallo, Felia. Oh! Okay, ich war zu nah an dem Vogel. Oh no! Ein trauriger Smiley. Okay. Wir gehen nicht auf die Plattform direkt. Wieso hat das letzte Mal direkt funktioniert? Okay. Hallo, Vogel. Aber ich muss ja hier ein Stück hin, damit ich ja rankomme. Du wirst mir wahrscheinlich nicht nochmal die Freiheit geben und hier einfach stehen bleiben. Hier kommt ja eine Plattform. Ich muss jetzt von dem Vogel wegrennen. Bonk. Vogel! Sie bleibt echt stehen! Aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt laufe, läuft sie hinterher. Okay, sie ist nicht sonderlich schnell. Ich bin auch gelaufen, nicht gerannt. Kann ich einfach stopp? Oh no! Es tut mir leid!
Aua. Okay, ich dachte, das wäre eine Wand oder es kommt das Ding hier runter? Das ist auch nur ein Weg, oder? Ich hab den Vogel getötet. Der arme Vogel, ich mag den Vogel. Auch wenn er mich töten wollte. Ich hatte bestimmt seine Gründe. Oder sie, heißt ja Ophelia. Ich glaube, es ist ein Mädchen? Mädchenvogel? Ich wollte das nicht. Tut mir leid. Du hast mich immer nicht direkt getötet. Außer, wie ich zu nah an dir dran war. Sollte das passieren? Ist das so einfach für Idioten? Ich bleib halt einfach stehen und fress dich erst, wenn du die Planke berührst. Was ist das für eine Planke? Das ist alles nicht kindersicher. Ich habe jetzt eine Karte wieder mehr. Wo kann ich jetzt hingehen? Ich habe Ophelia getötet, das verzeihe ich mir nicht. Hier? Nee, ich hab eine Orangene, keine Lila. Ach, du bist tatsächlich weiß. Okay, ich habe dich nicht gesehen. Kindness is free, Jesus. Break it away. Freundlichkeit ist gratis, also verteile es überall. Das ist nett. Was sagst du? Buga, 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 Buga. Okay. Genau. Du bist ein bisschen auf den Kopf gefallen. Ist aber nicht so schlimm. Boarding Pass, also Flugticket wahrscheinlich. Oder. Doch, Flugticket. Für einen Utam Adam. Nach Montreal. Nee, von Montreal nach Madrid. Klasse E. Sie D2. Um 3 Uhr morgens oder mittags. Ist das Boarding Time? 3 Uhr, wahrscheinlich 3 Uhr morgens? Ne, 3 Uhr morgens wäre Blödsinn. Wer fliegt denn 3 Uhr morgens? Hallo, Mr. Drohne. Hier drücken? Und der ist ja aus. Krieg ich ihn an? Der Notausknopf. Ist doch gar nicht unpraktisch. Bonk. Ah, jetzt ist das an. Oh. Bup, bup. Aber was ist jetzt mit dem Lila? Krieg ich die noch? Was ist jetzt mit die? Ich will hier auch rein. Will ich das übersehen? Wo krieg ich die lila Karte her? Ich möchte die lila Karte haben. Und da geht es ja anscheinend obvious weiter. Hier war ja auch nichts. Hab ich das verpasst? Kriege ich das nicht mehr? War das auf der anderen Seite? Da kommen wir ja nie mehr hin. Schade. Oder kriege ich die jetzt? Da ging ja Boden auf. Da kommt jetzt entweder was raus oder ich muss da runter. So viele Optionen bleiben da nicht. Ich will da rein. Oh, das habe ich, glaube ich, gesehen. Jetzt kommt der dicke Grüne. Ah, da. Hat jemand die lila Karte gesehen? Tschüssi, Mr. Drohne. Bleib hier oben. Ich kann ja auch nicht mehr nutzen. Hier kommt jetzt der dicke Grüne. Den kann ich durch. Ich habe Thumbnails gesehen. Irgendwo links oder rechts. Wo ist er? Wo ist er? Das hört der Junge so an. Auch gar nicht. Oh, da! Da, guck, guck. Oh, ist ein dicker Arm. Hallo! Der sieht doch ganz freundlich aus. Oh. Ja. Abgeschwitzt. Ja, kann keiner sagen, dass das nicht eine Parodie sein soll. Dass das ernst gemeint ist. Das ist super lustig. War doch gar nicht so schlecht. Wieso sind die Leute alle so angepisst? Ich fand das super lustig. Es ist jetzt nicht gruselig, ja, aber es ist doch super lustig. Komm. Dann spielen wir auch direkt den zweiten Teil. Machen wir mal quit. Und jetzt schmuckt mein Computer wahrscheinlich komplett. Are you sure? Yes. Und wir müssen die lila Karte suchen. Ach, das war doch super lustig. Mir kann keiner sagen, dass das ein ernst gemeintes
Horrorspiel war, das war doch eindeutig eine Parodie. Kann mir keiner nie erzählen. Vielleicht ist ja der zweite Teil auch ein bisschen besser optimiert, dass wir nicht ganz so wenig Frames kriegen für den Avatar.